Ach du Scheiße, was ist das denn schon wieder? Man sieht und blickt den nicht. Ja, da links. Exalt da. Über dem Feuer kannst schön Nackensteak grillen. Alles klar. Halli, hallo, herzlich willkommen, Halli, hallo, jetzt geht es los, Halli, hallo, herzlich willkommen, Vorhang auf für Strohi, es gibt Gewinne, 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 wie 0 Euro, es hob Karten und imaginäres Geld. Nice. Ich dachte, du wärst intelligent genug, um keine Links-Rechts-Schwäche zu haben. Ja, auf der Karte sprech links war in dem Moment rechts, von der normalen Ansicht her. Ich weiß nicht, ob er auf der Karte links meinte, weil ich gerade kurz vorher eine Karte offen hatte, oder ob er was anderes meinte. Und ihr erzählt mir, man soll da jetzt so ein Maxi-Ding da draufhauen. Du darfst keinen Rüstung anziehen. Warum nicht? Hier ist ein Garone? Was? Wo? Also keine Feuerimmumme. Was ist denn hier ein Garone? Ach, da sind drei Garonen. Ja, das ist ja super. Nicht aufgeben, Henshaw. Ach ne, huha, huho. Durchhalten. Voll Macho! Und beugen und strecken! Das hier ist unsere altehrwürdige Abhärtungsarena. Hier lassen wir drei Brüder unseren Ausdauerhärtetest stattfinden. Hier brennt die Luft! Wir wollen doch härter werden, deswegen schauen wir, wer von uns die größte Hitze aushält. Dass ein Garone so schwitzen kann. Obwohl wir Garonen sind, vertragen wir die Hitze nicht besonders. Wir wollen mal auf eine andere Hitze als die in Goronia ausprobieren, daher sind wir zum Abhärten hierher gekommen. Was mit dir? Mach mit. Bei unserem Aufdauerhärtetest. Okay. Starke Antwort! Ein Kerl wie du. Ist ein ganzer Kerl. Kletter in die Arena. Aha. Die heißen Goronenbrüder haben dich zu einem Ausdauerhärtetest herausgefordert. Die Regeln sind einfach, wer von den Teilnehmern am längsten in der Hitze der Arena aushält, ist der härteste. Das soll angeblich schon alles sein. Sie meinen diese Arena hier? Okay. Moment. Ich will gar nicht wissen, wie das hier funktioniert. Speichern. Ohne Feuer, IMMUME. Wenn du aus der Arena kletterst, wegfliegst oder gar schlapp machst, dann verlierst du. Und jetzt legen wir los. Nehme ich Schaden? Ja. Ja, kann ich mir auch nackig machen. Bin gerade am überlegen, kann ich hier nicht mega cheaten, indem ich einfach was esse gegen die Hitze? I mean, das würde man doch jetzt als erstes versuchen. Wäre doch jetzt hier erstmal... Oder ist das das Richtige? Muss ich hier was essen? Ich meine, ich kann jetzt hingehen und kann jetzt hier... Schön, dass Strohi nicht zwischen Feuer- und Wärmeimmunität unterscheiden kann. Ja, essen geht. Oh nein, er ist gestorben. Wir müssen ihm helfen. Hallo? Oh shit. Kann ich dir helfen? So ein Klacks. Oh. Ich habe sie beide umgebracht. Dann kann ich mich auch nagig machen. Meine Mutter mochte den Satz Stern, Hust, Stern. Ich Ärger. Schön. Okay. Du bist hart wie ein Diamant. Hätte dir gedacht, dass es jemand schlägt. Du darfst damit die höchste Stufe machen. Okay.
Ja, mein Instinkt sagt mir, ich sollte da nicht hingehen. Arme Arkti. Du spielst mit dem Feuer. Wenn man dort oben beweist, dass man abgehärtet ist, kann man sich einer Heldenprüfung stellen. Wenn du genug bist, kletter rauf. Jetzt brauche ich Feuerimmunität. Was ist das? Du besitzt feuerfeste Ausrüstung. Okay. Also ich muss Mach da dich jetzt. nagig. Oh. Ernsthaft, man muss sich wirklich nackt machen? Okay. Deine Mutter denkt jetzt, du schaust irgend so einen Perversen an. Ja, da hätte sie ja nicht Unrecht, wenn sie das denkt. Also. Ich meine, ich wüsste gar nicht, wie ich das jetzt abstreiten soll. Die Frage ist, wenn ich da hochkletter. Okay, dann brennt es. Ja, ich meine es ernst. Sei froh, dass er keine Fasscam verwendet. Ich muss mal kurz ins Menü, bitte. Guck. Hab ich ja gesagt, aber man muss nicht nackt sein. Nein, ich bin ein echter Mann. Ich cheate nicht. Ich cheate nicht. Ich cheate niemals. Ich bin auch nicht gedopt. Strohie, ich meine, Link lacht ja auch immer die Minderjährigen in den Spielen an. Ja, natürlich. Du brauchst Wärmeschutz. Wärmeschutz, wieso? Also, bisher funktioniert das bei mir super. Mir ist ziemlich langweilig und ich bin nackt. Eigentlich ist das ziemlich peinlich. Was, wenn Zelda vorbeikommt? Oder die andere hier, wie heißt sie? Ihr wisst schon. Unsere Süße aus, die Königin der Gerudo. Unsere, lala. Na, wenn die jetzt vorbeikommt, eieiei, dann sieht die mich ja nackig. Bis das Feuer erlischt. Ja! Man sieht dich doch auch so. Großartig! Ich war gerade kacken. Warum ist der halbnackt? Für dich, Fapse. Nur für dich. Für dich alleine. Meine Mutter bekommt Lachflash. Verständlich. Schön, und dafür habe ich eine Medizin verbraucht. Das ist ja toll. Okay, nächster Schrein gefunden. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es eine Belohnung gibt sogar. Ein Schrein, Heldenprüfung, also wow, krass. Okay, ich bin der Sieger. Ich bin der Beste der Besten. Bleib von meinem Schrein weg, da gehe ich jetzt nackig rein. So. Fertig aus. Ist mir egal. So. Bewege die Baumstämme. Was? Bewege dich. Ja, um sie zu schieben. Aber das sieht mir Und nicht nach meine Belohnung Schwester aus. ist extra um den Tisch rum, um Link in Unterhose zu sehen. Ja, Ich liebe gefährlich, Hof. Du hättest mir auch einfach in die Kiste Bier schenken können. aber Bier kann man nicht ausziehen. Also tut mir leid. Keine Option. So. Warum hast du so viele Abonnenten, aber nur 7 Zuschauer? Weiß ich nicht. Vermutlich, weil ich im Laufe meiner YouTube-Zeit verschiedenste Videos gemacht habe. Unter anderem welche, wo ich irgendwo stöhnend in der Küche stehe und Spinat koche. Also, ja. Ich kann verstehen, dass die Leute, die mich abonniert haben, Weil's Stroh hieß. enttäuscht sind von mir. Das kann ich mir vorstellen. Aber tatsächlich ist 7 Zuschauer für 100 oder für 500 Abonnenten gar nicht mal so scheiße. Es ist nicht unbedingt gut, aber es ist auch nicht so schlecht. Kameral, am Ukusee liegt dieser Das Schrein in sind die einer Höhle besten Videos, verborgen. LOL. Okay, der Ukusee. Kann ja wieder suchen, ey. Kopfkino fürs Arktis-Familie. Wo ist denn der Ukusee? Akkalassee, Marrenbucht. Ja, das klingt ja alles wie Uku. Totenkopfteich. Schneidklippen. Hier irgendwo. Meine Schwester wollte mir mein Handy klauen. Und Oh. außerdem schaut meine Familie mit. Das sind 3 mehr.
Die arme Familie. Und wir sind als Familie stolz auf dich. Die arme Zunge Familie. Raus, Stalldreck. Was ging bei denen nur schief? Wahrscheinlich, okay. Weil morgen Schule ist. Diese Zum Glück Familie gucke ich immer ist verloren. Mit Kopfhörern. Ja, da hast du auch recht. So, Kopfkino für Arktis Familie. Oh je, die tun mir fast ein bisschen leid. Der Oroni, was? Oroni Nisee. Ja, alles klar. Mittlerweile bringt Strohi halt fast ausschließlich Nintendo-Kram, wohingegen früher noch Gran Turismo, Krazie Machines, etc. gebracht hat. Ja, richtig. Frags gelötete www. Gran Turismo ist zwar jetzt falsch, also stimmt nicht. Gran Turismo stimmt nicht. Ja, da in diesem Wald, der so komisch ist, aber nicht der Masterschwertwald. So. Ja, also Gran Turismo war es nicht, es war Total Immersion Racing. Wobei Crazy Machines noch nie Zuschauer gehabt hat, außer Arcti. Also, da sind jetzt nicht so viele, die das jemals geschaut haben. Ich sag mal, wenn Zelda wieder wegkommt, kommt wieder mehr Splatoon. Und ich glaube, dann wird die Zuschauerzahl auch wieder ein bisschen steigen. Friert der da gerade? Dann hab ich mich da vertan. Frierst du gerade, Link? Och, du bist ja so eine Flasche. Schwächling, ich hoffe, das hilft dir. Zö. Also, ich möchte genau in die andere Richtung. Ja, das ist ja hilfreich. Danke dafür. Hui. You kidding me? Ja, Mann, Anton, dann schau das endlich. So, diesmal hat es gezählt. Ich muss zu einem See. Hauptsache, ich bin jetzt näher dran als vorher. Toll, ey. Und er soll ziemlich weit oben sein. Crazy Machines 2, ja, das sollte ich irgendwann let's playen. Hallo Arktis-Familie, ich bin Yoshi, 11 Jahre lang alt und will später Programmierer werden. Außerdem wohne ich in und gehe auf das Gymnasium. Oh. Oder Legend OF Zelda Breath OF The Wild 2. Mein Bester, ich kann dir genau sagen, wer dieses Spiel nicht blindstreamen wird. Ich kann es dir sehr genau sagen und ich glaube, du kannst es auch sehr genau erahnen, wer dieses Spiel nicht blindstreamen wird. Irgendwie komme ich in letzter Zeit nicht zum Schauen. Ach, Anton. Hat Anton kratzige Maschinen noch nicht gesehen? Nein. Ich bitte dich, Anton wäre viel klüger, wenn er Crazy Machines schon gesehen hätte. Das wissen wir doch beide. Hier irgendwo in einer Höhle. Ich würde die ja jetzt mal spontan hier vermuten. Nein. Nein, Arcti, noch nicht. Wieso? Ah, das sieht mir doch schon mal gut aus. Die Boat Anton. Toll. Das war ja genau, was ich gesucht habe. Wir wissen doch, wie Anton drauf ist. Oh, sorry. Okay, er ist auf jeden Fall hier drunter. Bei meiner Anzahl macht es keinen Unterschied. Wen haben wir denn da? Oh. So. Okay, also du bist hier drin. Wieso kein Bot wenden 2? Weil ich ehrlich sagen muss, ich Gibt bin nicht es so... aber nicht CM2. Ich bin nicht so ultra überzeugt gewesen von
BOTW 2, von BOTW 1 bin ich nicht ultra überzeugt. Und deswegen, bevor das jetzt wieder so ein ewig langes Ding wird, das nie fertig wird, habe ich beschlossen, ich spiele das erstmal selber privat für mich. Und erst wenn ich selber privat für mich gespielt habe, werde ich, Ommundschaftsgericht. Ja. Wo muss ich da rein? Das soll angeblich ziemlich hoch sein, um Fliegen zu erreichen sein. Ommundschaftsgericht. Ommundschaftsgericht. Oh, ich nehme doch einfach die hier. Lol. Gefunden. Easy. Alter! Mal sehen, der richtige Trailer kommt ja noch XD. Ja, ich bin sehr gespannt. Wenn es natürlich wirklich so ist, dass Breath of the Wild 2 ein Story-Spiel wird, ein reines Story-Spiel, dann werde ich es selbstverständlich spielen. Aber wenn das wieder einfach ein Open-World-Spiel wird, wo man einfach dieselbe Welt nimmt und nochmal 30 neue Rätsel reinbaut... Was wollt ihr denn jetzt hier? Verpiss dich. Alter, ist das dein fucking Ernst? Als ob der genauso lang braucht, wie ich mich befreie. Alter, ist doch nicht wahr. Ey, komm, geh weg. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Will noch jemand NE direkt? Weg. So. Gut. Was habe ich denn jetzt hier überhaupt gefunden? Ist das der Kamarishi oder so? Kamarahi. Kennen Sie diesen Pinguin? Was? So, der war so versteckt, der ist doch bestimmt jetzt hier free for all und so. Da kriegt man doch bestimmt kostenlos was, oder? Kommt schon. Als nächstes, Kamu Yuo. Okay, du bist nicht free for all. Damit bist du für mich. Der Nichtbot ist heute aber brav. Ja, er selbstverständlich. War noch nicht allzu böse zu Arktis. Selbstverständlich, kommt noch. Meine Schwester hat mich gerade mit der Pfeffermühle gewürzt. Die verfluchte Statue. In der Hartenow-Festung findest du Kalib. Also ich muss zur Hartenow-Festung. Admichi 228, warum? Warum musst du mich erinnern, das höre ich immer zum Einschlafen. Die Hartenow, warte, die Hartenow-Festung, war die nicht bei Hartenow? Du sollst wohl schärfer werden, Arkti. Wo ist denn die Hartenow-Festung? Wie alt ist deine Schwester, Arkti? Sie klang auf mich wie 16. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ah, das hier ist nicht die Hartenow-Festung. Hallo, lieber NIGHT-Boot, hallo. Sie ist 21. Hey, da war ich ja mit 16 nah genug dran. So, Ach, mein Dein, das sind doch bürgerliche Kategorien. Was für eine Hartenow-Festung? Da steht Hartenow-Festung. In der Hartenow-Festung findest du Kalib. Bei Regen ist er in seinem Haus innerhalb der Festung. Sprich mit ihm, damit die Schreinaufgabe, die verfluchte Meinst Statue, du den gestartet wird. Tempel? Weiß ich nicht. Da steht, ich muss dem Kalib folgen und um 21 Uhr leuchtet eine Statue und da muss ich einen Pfeil drauf schießen und dann... Raute Känguru-Chroniken-Zitate. Strohi. Enttäuschung. Von deiner Schwester oder von dir? Von dir bin ich's gewohnt. Von deiner Schwester weiß ich nicht, weil ich noch nie was mit ihr zu tun hatte. Also irgendeine Festung, da soll einer sein und dem muss ich hinterherlaufen, dann finde ich ganz viele Statuen und dann leuchtet um 21 Uhr... leuchten die Augen von einer der Statuen. Da muss ich einen Pfeil reinschießen, dann sagt, dann kommt der Schrein. Wo waren diese eine Festung da? Die Akala-Festung, da könnte ich hingehen. Von dir enttäuscht, du Zange. Deine Schwester ist von mir enttäuscht. Warum? Das ist doch auf den Weg irgendwo. Leute, jünger zu schätzen, sollte die nicht zu enttäuschen. Aber ich habe keinen Plan mehr, wo der ist XD. Raute Känguru-Chroniken, Manifest,
Offenbarung und apokryphen Zitate. Okay, na, hier ist ja auch kalt, das ist ja super. Hat sich das ja schon gelohnt. Warum? Wo ist heute eigentlich Kaninchen? Anton ist bestimmt voller Sehnsucht. Nein, ich von dir. Kaninchen. Eines Tages werde ich sie für mich gewinnen. So und nicht anders. Ach verdammt, ich habe irgendwas, was elektrisch ist. Der ist irgendwo auf dem Weg von Hartno. Okay, hier brauche ich gar nicht erst bleiben. AZJ-Jus hier, ich freue mich ja schon auf den Kinofilm. Auf dem Weg von Hartno. Ah, hier. Ja, ich mich auch. Anton X Kaninchen kleiner als 3. Oh. Ja, Mann, Anton. Wer bekommt auch am Freitag Noten? Ich nicht. Ich bekomme keine Noten mehr. Ich bekomme höchstens mehr Gehalt. Und das finde ich super. Also bist du Kaninchen, gewinnst, dauert es wohl Strohi. Ich glaube, ich werde sie niemals gewinnen. Niemals werde ich sie gewinnen. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, ich kämpfe nicht. Also ich streng mich jetzt nicht so an, sie zu bekommen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, Anton. Ach, schön. Und warum schippst du mich, Arti? Weil du es dir verdient hast, Anton. Also, ich kriege keine Noten. Du kriegst Punkte oder so ein Scheiß, ne? Ja, du armer du. Wen willst du denn bekommen? Smirk. Hat Strohi said? Wen ich denn bekommen will? Oh ja, hier ist ein Gegner. Ich zitiere, so ein verficktes, bekacktes Scheißding. Deine Noten. Das ist ja ein bisschen traurig, wenn deine Noten so kacke sind. Kennst du den Herr der Wildnis? Ich habe schon Abi, du Flasche. Nein. Mist, das ist nicht, was ich auswählen wollte. Boah, ich tue ihm jetzt richtig weh. Ein Zitat aus einem Buch. So, komm raus. Na sowas, du bist ja ein Gegner. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Das Zitat könnte aber auch 1:1 von Strohi sein. Oh. Schon vorbei. Oh, wie brutal. Das habe ich jetzt gerade so ein bisschen genossen. Schön. Die sind ja total einfach, ey. Kein Wunder, dass die schon auf der E3 gezeigt haben. Und dass solche Loser sind. Das Gerät entspricht nicht meinen Vorstellungen. Das Gerät entspricht nicht... Keine Ahnung. Als ob ich Bücher lese. Pff, lol, nein. Und hier soll die Hartno-Festung sein. Und hier rennt einer rum, der heißt Kaleb. Die hatte nur fest, jetzt die Seite oder die andere Seite. Da habe ich den Stall schon. Da kennt jemand gut Känguru. Da du die Bücher nicht kennst, verstehst du das nicht, Strohi. Ja. Oh, hier muss ich wieder was treffen. Ach, das wird ich ja gehe easy. Auf schönen Abend noch an alle. Okay, ciao. Dir auch einen schönen Abend. Mist. Das wird schwierig. Aus. Okay, das war zu spät. Vipi aus. Ciao, ciao. Nein.
Oh, das ist gemein von hier. Bye. Oh, das ist ja gemein. Boah. Oh. Oh. Sorry, das mache ich jetzt nicht, das ist mir zu schwer. Bist du Kalippo? Ja. Nein, ich schlafe das nicht. Das ist einer der asozialsten Krog-Aufgaben. Okay. Ja, lass uns beten. Aber weil es schon wieder so spät ist, schlafen wir bis morgen. Tschüss. Boah, aber die ist böse. Die ist ja echt böse. Der Typ ist etwas weiter nördlich. Etwas weiter nördlich. Okay, wenn ihr mir das sagt. Norden ist hier. Kletter ich am besten einfach hoch. So Nordosten. Nordosten. Strohi, falls du mal was Lustiges lesen willst, lies die Känguru-Chroniken, Offenbarung, Apokryphen und das Känguru-Manifest. Ich hab immer mit meinen Freunden Ofenschnick gespielt. Okay. Oh! Ja, die sind gut. Ist witzig. What? Yes! Ah, okay, dann muss ich die mal lesen. Ich bin mal sehr gespannt. Und schön links. Muaha. So. Easy! Name OF-Quotes wirkt auch ziemlich lustig. Na, was sagen deine Verwandten dazu, Arkti, hä? Das kannst du nicht, du hä? Monster. Nordosten. Also was? So Nordosten. Also meinst hier so? Den Weg entlang? Halt mal kurz und Würfel-WG sind auch gut. What? Bist du Kalippo? Ja, du bist Kalippo. Ist ein echt lustiges Gamme. Okay, ich bin sehr gespannt. Wer bist du denn? Ah, du hast dich eine Frage zur Archäologie. Ja. Ich habe keine Ahnung, mir egal. Ja, du willst antike Schreine finden, aber du findest nix. Achso, nur Magister, so nennen mich die meisten, oder sollten sie zumindest, wie dem auch sei. Okay. Okay, was ist das für eine alte Inschrift? Oh, das ist ja ein Laiengespräch, mit dir rede ich nicht mehr, tschüss. So, ah ja, Entdeckung des Jahrhunderts. Ah ja. Nicht mal seiner Familie kann ich es erzählen. Ich kann, glaube ich, lange keinen Kuchen mehr essen. Hatte heute 3 Stück Sachertorte. Oh, ach du Scheiße. Okay, ja, okay. Aber sag's mir trotzdem, Magister. Oh, er hat mich Magister genannt. Oh! Hast du mich gerade Magister genannt? Nicht einfach nur Kaleb, sondern Magister? Und es klang auch noch total ehrlich. Nun, ich muss dir gestehen, ich habe dich angelogen. Ich habe gar keine Familie. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht, durchbohrte sie und das Siegel der Prüfung bricht. Das ist die Inschrift, die ich zu entschlüsseln versuche. Na, siehst du jetzt ein, dass diese Arbeit den Horizont eines Laien gänzlich übersteigt? Nun, du weißt, was ein wahrer Magister leistet. Tagsüber Schreine ausgraben, nachts solche Kopfnüsse hacken. Ich meine knacken. Ich sollte mich nun wirklich wieder meiner Arbeit widmen. Setz mir das Gespräch ein anderes Mal fort.
Hahaha, ha, ha, ich hab deinen Esel verjagt. Magister, ha, hu, ha, hey! Ein Glück, dass es ihm nicht auffällt, dass ich hinter ihm bin. Und what the fuck, wie unfit ist der bitte? Jedes verfickte Monster ist fitter als der.